Wir sind beim Boss. Noch nicht von der Quest, sondern erstmal beim Dungeon Boss. Und wir sind doch nicht beim Dungeon Boss. Doch. Wenn ich jetzt runterspringe, müssen wir wieder den ganzen Weg zurück und hoch. Aber ach komm, wo wir einmal hier sind, jetzt machen wir den auch weg. Oh, da leuchtet was. Ich muss kurz was essen. Sehr gut. Da hat mich jemand zum Handeln eingeladen. Moment. Okay. Minilay möchte mit mir handeln. Der hat ein alnorisches Podest gefunden. Ist circa 1947 Gold wert. Minimum 1290. Ist also relativ viel wert. Danke sehr. Handel abgeschlossen. Ich habe ein neues Podest, was ich bauen kann. Sehr cool. Okay. Da, was ist hier? What? Ih, guck mal da. Hat er gesehen, der hat den eingesaugt. Wie geil. Der Kurgando. Der ist ja mal richtig fies. Und richtig tot jetzt gleich. Also die Dungeon-Bosse, die sind wirklich dann zu einfach. Wenn so ein Weltboss so schwer ist, sind die Dungeon-Bosse wirklich zu einfach. Die Verlies-Bosse. Und das war's schon. Stiefel des Greifen abgeschlossen. Tor Hamekart. So schnell kann's gehen. Erforscher von Tor Hame ist erledigt. Und jetzt müssen wir nochmal den Weg lang, um zur Justiziarin zu kommen, die die Perle hat für die Quest. Gucken, wie wir da jetzt am besten hinkommen. Hier jetzt glaube ich nicht. Oh. Ne, da hinten geht es nicht weiter. Gehen wir mal in die Hand. Ne, geht es auch nicht weiter. Tatsache, wir müssen wieder zack, den Weg lang. Das Gute ist, Varnado ist jetzt auch da. Jetzt können wir ihn dann sofort mitnehmen. Wunderbar, jetzt sind wir schon mal zu dritt. Kleine Gildenaktion hier, Mini-Gildenaktion. Hauen wir uns noch mal durch. Auf zur Justiziarin. Ja, jetzt fallen sie alle noch schneller hier. EP ohne Ende. Ich brauche ja noch einiges an Champion Level. Ich bin ja erst bei 394. 780 ist im Moment so das Maximum. Also noch einiges zu tun, bis es dann auch soweit ist. Varnado ist 400. Boah, der ist schon 6 Level höher als ich. Das gibt's ja wohl nicht. Was für eine Frechheit. Ich bin hier voll der Louis. Okay, Minilam ist noch ein bisschen kleiner. Was hast du denn an? Bist du Mumie? Turban und sowas. Auch nicht schlecht. Sieht ein bisschen nach Karkstein aus oder nach Use Fluch oder so. So, und jetzt müssen wir wieder nach oben, weil nur nach oben kommt man da in den Bereich, wo dann auch die Himmelsscherbe ist. Die brauchen wir nämlich auch noch hier raus, damit man dann auch die ganzen Himmelsscherben von Somerset hat. Und dann dürften wir auch die Quest haben, weil bei 32 bin ich. Mit dieser hier wäre ich dann bei 33 Quests. Also, so langsam aber sicher sehe ich eine Truhe. Da ist wieder eine Truhe. Diesmal durchschnittlich hier. Nein. Schon wieder Dietrich abgebrochen. Oh Gott. Mein Dietrich ist kaputt. Jetzt aber. Alle guten Dinge sind drei. Ja, gut. Wieder nur Schrott drin. Da, Schmuckkästchen. Ja, ein Ring. Tada! Ich kann Schmuckhandwerk weiter skillen. Ich glaube, wir gehen falsch. Wir müssten da hinten irgendwo war das mit dem Eingang zu den Höhlen. Tjo. Jetzt haben wir uns völlig verlaufen hier. So viele Gänge. Nee, hier lang müssen wir auf jeden Fall. Genau. Da hinten ist der Eingang zu den Höhlen. Da war was Lilanes drin. Varnushut.
Weisheit von Vanus. 1100 Gold wert circa. Im Aha. Na super. Ich gehe hier oben drüber. Kann ja nicht wahr sein. Ah nein. Ja. Ich bin so fett. Ich komme nicht drüber. Schade. Aber knapp. Also, ja, ein Kilo leichter. Dann hätte ich es geschafft. Dann wäre ich drüber gekommen. Und Nabendark Mandorin. Wie sieht das eigentlich aus? Seid ihr alle schon Follower? Ich habe heute noch gar nicht den Gong gehört, den Follower-Gong. Kommt mir so vor, als wärt ihr alle schon meine Follower. Wenn nicht, denkt dran, ne? Da ist so ein Follower-Knopf und so, ne? Könnt ihr drauf drücken. Oder Abonnieren-Knopf, ne? Und dann immer Klick. Ne? Passt super. Nee, danke, Minilame-Kette brauche ich nicht. Ich brauche eigentlich gar keine Items. Ich bin mit meinem Julianus und Ildarils. Nee. Ildarils? Wie heißt der? Moment. Habe ich den Namen auch schon wieder vergessen. Ilambris. Set total glücklich. Beim Schmuck habe ich mich noch nicht so richtig beschäftigt, welchen ich da am besten anziehe. Da habe ich immer noch den Kriegsjungfernschmuck. Dadurch habe ich halt leider nicht den 5er Set Bonus. Weil passt halt nicht insgesamt. Diese Glanzens meinen, sie können mich hintergehen? Dafür werden sie leiden. Aha, da ist sie, die Avanaire. Da hören wir sie schon. Und da ist die Himmelscherbe. Die nehmen wir doch mit. Sehr gut. Okay. Wieder was geschafft. Jetzt nur noch bis zur Justiziarin. Und schon ist das Dungeon durch. Dann gibt es eine Questbelohnung. Dann müsste ich die 395 auch langsam erreichen. Bald 400. Bald 400. Das ist mal cool. Oh, da ist schon eine coole Kugel. Ach, so eine Kugel habe ich auch. Guck hier. Kann doch jeder. Dieses Schmuckstück ist noch nicht einsatzbereit. Ach so, wegen meiner Aura kann ich das noch nicht aktivieren. Da ist sie. Die böse Justiziare. Schutzschild. Ich habe versagt, kleine Schwester. Tada! Und jetzt können wir die Perle putt machen. Sehr gut. Sprecht mit Hautmann Telomur. Und jetzt zeige ich euch mal meine Perle. Moment. Ihr wisst mal meine Perle kennenlernen. Tagebuch der Justiziarin. Hier haben wir nochmal kurz den Text, was sie denn so verbrochen hat. Saruzil meint, dass die Schuldeneintreiber ungeduldig werden. Was für eine komische Situation. Ich hatte immer davon geträumt, dass meine kleine Schwester zurückkehrt. Aber jetzt, da sie hier in meinem Haus ist, fühle ich nichts als Bedauern. So ganz viel zu lesen, auch hier über den Hauptmann. Aber die 2,5 Seiten lassen wir jetzt mal schön sein. So, und jetzt seht ihr meine Perle hier. Moment, da ist sie. Tada! Gerade eine kaputt gemacht, schon wieder eine neue geholt. So läuft das mit den Perlen. Wunderbar. Wie kommen wir jetzt hier raus? Da vorne. Nur noch mit dem Hauptmann sprechen, dann haben wir heute wieder eine... Ne, die zweite Aufgabe schon fertig. Ein Weltboss, ein Dungeon. Danach geht's weiter Richtung Süden. Mal gucken, ob wir noch Paradikte finden oder ob wir die Quest mit dem Zoo schon anfangen können, mit der Menagerie. Das sehen wir auf dem Weg in den Süden. Und hier müssten wir jetzt runterkommen. Ja, jetzt sind wir draußen. Der Hauptmann wartet sicher schon auf uns ganz geduldig. Will, ungeduldig meine ich. Will uns bestimmt ganz viel Geld geben. Und EP. Garian, vielleicht kannst du mir einen Tipp geben. Ja. Also. Ne? Im Falle eines Falles ist richtig fallen alles. Das war mein Tipp für heute. Vielleicht war der ja gut. Nee, was möchtest du denn für einen Tipp? Ich weiß gar nicht, was du jetzt genau für einen Tipp erwartest. Ich hätte noch einen anderen Tipp. Nach zu fest kommt kaputt. Okay, jetzt sprechen wir mal mit dem Hauptmann Telomor. Ihr kehrt also allein zu mir zurück. Ich, die Perle, ist sie vernichtet?
Ich habe die Perle vernichtet, aber ich habe es nicht geschafft, euren Trupp zu retten. Ich wusste, dass ich sie in den Tod schicke, aber trotzdem, ich konnte Avanaire nicht entkommen lassen. Wenn ihr nicht gewesen wärt, wären die umliegenden Städte von Yakra überrannt worden. Ihr habt heute viele Leben gerettet, auch wenn einige verloren gingen. Hier, nehmt dies für euren Dienst. Super, und schon wieder was geschafft. Macht euch keine Sorgen um mich. Ich mag nicht in der Verfassung für einen Kampf sein, aber gehen kann ich noch. Ich mache mich zur nächsten Stadt auf und erstatte Bericht. Ich brauche vorher nur einen kurzen Augenblick, um zu Atem zu kommen. Ach, ich habe auch noch ihr Tagebuch gefunden. Ah, giftige Worte von den Lippen einer Verräterin. Sagt mir, habt ihr etwas Nützliches erfahren? Etwas, was ich meinem Bericht hinzufügen sollte. Sie hat die Perle verkauft, um die Drogenschulden ihrer Schwester zu begleichen. Du weißt schon, Pablo Escobar und so. Alles kolumbianisch hier. Erwartet ihr, dass mir bei einer solchen Geschichte das Herz blutet? Avanaire hat ihre Familie gleich zehnfach verraten, indem sie ihren guten Namen beschmutzte. Sie hat ihre Königin verraten, ihre Nation, ihre Kameraden. Meine Soldaten, gute Soldaten, wurden getötet. Und wofür? Wir schulden einer Drogensüchtigen wegen. Avanaire befürchtete, dass ihre Schwester getötet werden würde. Und so hat sie alles abgewogen und dieses eine Leben allein für wichtiger befunden als die vieler anderer zusammen. Ich bezweifle, dass diese gefühlige Anekdote irgendetwas ändern wird. Ihr Name soll nie Verehrung durch ihre Abkömmlinge erfahren. Sie wird eine Ausgestoßene bleiben, selbst im Tod noch. Das ist die größte Schande. Jawohl, so nenne ich das korrekt. Ja. Okay, wunderbar. Damit haben wir das Dungeon durch. Eine kleine moralische Nebengeschichte war jetzt halt, dass die Drogen nahm die Schwester, die deshalb alles gemacht hat. Aber man kann ja nun nicht wirklich ein paar Leben opfern, nur um einen zu retten. Das ist ja schon ein bisschen, ja, fies, ne? Also von daher passt schon alles. Ja, da habe ich auch schon ein paar Serien geguckt hier über diese Drogenkartelle da in Kolumbien und sowas alles. In Kolumbien und so hat er dann immer was Gutes getan, irgendwelche Kinderhilfswerke gemacht oder Wohnungen gebaut. Und in den amerikanischen Städten sind sie alle an den Drogen gestorben. Also man muss da wirklich sehen, das ist nichts Gutes mit den Drogen. Nehmt bloß keine Drogen, Leute, das ist nichts. Ne? Immer klarer Kopf, immer voll dabei. Weil besser und so. Okay, da haben wir noch ein Relikt. Hier vorne um die Ecke. Wenn ich mal Quatsch rede, ist das meistens die kölsche Art. Das hat nichts mit Drogen oder so zu tun. Auch wenn es manchmal so vorkommt, als wäre ich irgendwie total stoned. Aber so bin ich normal, ey, muss man sich mal vorstellen. Stell dir mal vor, ich würde sowas nehmen, ey, dann ging es gar nicht mehr. Alter Schwede. Oh, ich würde mich ja gar nicht mehr unter Kontrolle halten. So, da haben wir einen Briefkasten, wieder einen Toten. Wie kann ein Briefkasten eigentlich tot sein? Wer hat das eigentlich erfunden? Okay, das zerspringende Schwert. Vielleicht verlassener Briefkasten, weil keiner mehr damit was macht. Aber ein toter Briefkasten? Nee. Weil das ist ja ein Ding. Wie kann ein Ding tot sein? Ne? Also, versteht er schon. Kaputter Briefkasten ging ja auch, aber tot? Naja, aber ist so. So heißt das, ne? Wenn man Agent ist und so. Ja, jede Klinge, die an diesem Heft geschmiedet wird, ist dazu verdammt, im entscheidenden Moment eine Schlacht zu zerspringen. Guckt mal hier. Hier, guckt mal. Hier sterben meine Gruppenmitglieder, weil die das Schwert aufgehoben haben. Wie geil ist das denn? Okay, ich mache mal mit. Wie lustig. So fallen die alle tot um so. Ne, komm, ich heim mich wieder. Ich sterbe nicht. Ich sterbe hier nicht. Die sind beide tot umgefallen. Habt ihr das gesehen? Ne, ne, ne. Ich habe gerade richtig Spaß hier an den Backen. Die liegen beide im Dreck. Und was macht Garion? Tada! Professionell das Schwert aufheben. Und es überlebt. So geht das. Ne? Also... Ach, Garion Tours, alle sterben außer Garion. So muss es sein. So war es damals schon in Dark Age of Camelot. Ich bin immer vorgelaufen, die anderen haben getankt, sind alle gestorben, ich bin irgendwie immer weggekommen. Nein, ich bin auch oft im Dreck gewesen. Ach, was war das in Dark Age of Camelot noch cool? Da konnte man mit 400 Leuten durch die Dungeons laufen. Keine Beschränkung von irgendwie, geh nur 4 rein oder so. Also auch in die richtigen Dungeons.
Da konnte man wirklich mit 30, 40 Leuten rein. Wenn Gilden-Event war, sind wir da manchmal mit 30, 40 Leuten los. Das war richtig nice. Und hier gehst du in den Raid. Bloß nicht mehr als 8 Stück, als 16 Stück, als... Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Raids. Ich habe gar nicht mehr so viel. Ja, ne, ist klar. Ihr wisst, was ich meine. Ist viel lustiger, mit vielen Leuten zu gehen. Dann ist es zwar einfacher, aber lustiger. Wo müssen wir hin? Wo ist der nächste Punkt? Ich guck mal hier, ob endlich mal das Buch mit dem Einband zu finden ist. Und dann sind wir auch schon bei der Menagerie-Quest. Ah, hier habe ich auch noch eine Quest offen. Aschonotenrose, was ist das denn? Hain des Aschonoten. Muss ich nochmal gerade gucken, was das ist. Erstmal gucke ich mal nach dem Buch. Weil die Errungenschaft möchte ich auch haben mit dem Buch und dem Einband. Nochmal zur Erinnerung, Map Pins ist das Add-on. Damit könnt ihr euch die Dinge anzeigen lassen, aber hier ist schon wieder kein Buch und kein Einband. Ich weiß nicht, was das für eine komische Errungenschaft ist. Auf jeden Fall ist es selten, sonst würdest du öfter hier liegen. Und da ist ein Flöz. Ich glaube, da ist ein Flöz, oder? Nein. Aber Holz. Wir gucken mal gerade, ist das eine wiederholbare Quest oder nicht? Sammelt Blüten des... Der, ja, wenn sie blau ist, ist sie, glaube ich, wiederholbar. Sammelt Blüten der Rose. Moment, ich guck mal gerade. Übrigens hier, das war gerade die Errungenschaft, ne? Das, dieses hier. Großabenteuer von Somerset, 33... Quests abschließen. Sind auch durch. Jetzt fehlen hier nun mal immer die wiederholbaren. Und die vom Sijic Orden, die mache ich nicht. Habe ich keinen Bock zu. Diese ganzen Ländereien da ablaufen für die ganzen Markierungen. Dafür muss mir schon sehr langweilig sein. Das mache ich nicht. Sehe ich nicht ein. Ich mag keine Beschäftigungsquests, die so lange sind. Ja, und hier fehlt noch, ja, nicht mehr viel an Relikten. Da brauche ich nur noch 5 Stück. Dann habe ich das auf jeden Fall durch. Relikte von Sommersein ist dann abgeschlossen. Dann fehlt noch Meistererkunderer. Und nur noch Meistererkunderer. Relikte kriege ich, Meistererkunderer kriege ich. Meistererkunderer. Hört sich irgendwie falsch an. Meistererkunder. Wo ist denn der? Da. Ah ja, Höhlenforscher. Mir fehlt noch eine Höhle, das Verrätergewölbe. Wo habe ich denn noch ein Dungeon verpasst? Wo habe ich denn das Verrätergewölbe verpasst bis jetzt? Ach, auf Atreum. Ja, das müssen wir noch machen. Auf Atreum hier gibt es noch dieses hier. Da ist auch eine Quest drin, aber das machen wir erst, wenn wir hier auf Sommers End fertig sind. Also, weiter geht's. Das hier ist eine wiederholbare Archon's Groove, ne? Das müsste eine wiederholbare sein. Ich sag das jetzt einfach mal so. Ja, Schönheit einer Rose machen wir heute nicht. In dem Dungeon war ich nämlich schon. Wir wollen weiterkommen mit den Gebietsquests hier. Und jetzt müsste gleich schon eine Quest kommen. Wir dürften uns jetzt langsam so nähern. Für die, die jetzt hier mitreiten und mitlaufen, es ist jetzt wieder eine ganz normale Quest-Storyline. Ne? Die ist relativ langweilig jetzt bestimmt wieder für euch. Ihr wisst ja, ich schaue mir die immer genau an. Da vorne kriegen wir sie im Zoo. Hier ist der Zoo von Somerset. Die Menagerie und Talomor wartet schon mit einer... Lotus! Lotus! Wo bist du, mein teurer Schatz? Verdammt! Und wartet schon mit einer Geschichte auf uns. Warum sind die Löwen frei? Warum sind die Tiere ausgebrochen? Jetzt wird's spannend. Eine neue Quest. Und guten Abend, FS212. Und jetzt ist auch Blux da. Danke nochmal, Blux, für den tollen Ring, den ich analysieren konnte. Sehr nice von dir. Und Mr. Frost Entertainment, aber ich habe einen Koffein- und Gaming-Sucht. Ja, okay, das ist in Ordnung. Koffein- und Gaming-Sucht habe ich auch. Das ist alles passend. Dark Mandarin fragt noch zwischendurch, ich suche einen PC-Crawler für Assassin's Creed, der auch ohne Probleme geht. Hab davor nur leider keine Ahnung. Also, ich kann dir nur sagen, nimm den PS4-Controller, 60 Euro, hast einen super Controller, hast auch keine Billigware aus irgendwo ostasiatischen Ländern oder sowas. Obwohl, Sony ist hier auch aus Asien, ne? Hm, okay. Irgendwie... Oh, jetzt habe ich wieder Werbung gemacht. Scheiße. Schade. Ah, jetzt habe ich wieder ein böses Wort gesagt. Oh, wei, ich soll das mit dem Streamen lassen. Da rede ich immer so ein Quatsch. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich dran war. Nimm den PS4-Controller, schließ ihn an den PC an, über das USB-Kabel oder über Bluetooth. Bluetooth ist schwierig, da musst du einen Code wissen.
Da musst du so, man kann über Bluetooth den PS4-Controller an den PC anschließen, da musst du aber den Geheimcode wissen. Da heißt, da fragt er nach einem Code für den PS4-Controller und du musst die Tastenkombination wissen. Da musst du nämlich die Share-Taste drücken und die PS4-Taste gleichzeitig. Dann fängt der Controller an zu blinken in weiß und dann findet Windows den und dann musst du einen Code eingeben. Aber den weiß ich nicht mehr. Ich glaube 1234 oder 0000 oder musst du mal nach suchen. Auf jeden Fall, dann bist du mit dem Windows verbunden. Windows kriegt das aber nicht immer hin. Je nach Spiel und je nach Steam oder Uplay oder was auch immer, denken die dann immer, das ist ein Xbox-Controller oder so. Genau. Und ja, bei Uplay klappt super. Mittlerweile in den neuen Spielen, also Odyssey und Origins und so, wird das klappen. Der weiß dann sofort, was ein PS4-Controller ist. Bei Steam gibt es bei vielen Spielen Probleme. Da braucht man dann noch einen Emulator oder sowas. Aber das würde jetzt zu weit bringen. Such mal auf meinem Kanal nach PS4-Controller mit PC verbinden. Fever und so, dann dürftest du da eine Anleitung finden, die ein bisschen helfen kann. Okay, jetzt aber zur Quest. Jetzt habe ich wieder viel gequatscht, viel geholfen. Aber das ist das Problem beim Stream, ne? Da ist immer auch neben dem Spiel noch andere Themen. Früher habe ich ja immer nur alles aufgenommen und dann geschnitten und dann nur die eigentliche Quest Let's Play auf meinem Kanal. Ich habe aber das Gefühl, dass Streams besser ankommen. Was meint ihr? Kämen zusammengeschnittene Folgen nur mit der Quest ohne jedes Drum und Dran besser an? Oder kommen die Streams besser an? Ich meine, ihr guckt Streams. Theoretisch würdet ihr sagen, das kommt besser an. Aber praktisch? Ja, okay. Wir nehmen die Quest an. Von der Menagerie hier im Süden von Summersend bei Talomar. Ihr habt euch einen schlechten Tag für einen Spaziergang im Park ausgesucht. Irgendwas ist in die Tiere gefahren. Sie sind ganz wild, in Raserei ausgebrochen. Ich schätze, ihr habt auf dem Weg hierher nicht zufällig einen Indrik gesehen. Ein zahmes Exemplar. Sie ist mein Mündel und der Stolz der gesamten Menagerie. Ich muss sie finden. Okay, ein Indrik, wieder diesen Blitzhirsch, muss er finden. Und irgendwas ist in die Tiere gefahren. Dann wollen wir mal hoffen, dass es kein Opel war. Oder Mercedes oder ein Audi oder ein Ferrari, Lamborghini, was weiß ich. Versteht er? In die Tiere gefahren. Okay, also er meint damit, die Tiere sind gerade ein bisschen aufgewühlt. In die Tiere gefahren. Düdüt. Tiere! Was ist das hier für ein Ort? Die königliche Menagerie. Sie beheimatet exotische Arten aus ganz Tamriel. Jetzt laufen sie frei in der Gegend herum und greifen sowohl die Wärter als auch sich untereinander an. Es ist ein Massaker. Das ist zu gefährlich für so ein zartes Geschöpf wie Lotus. Könnt ihr mir bitte helfen, sie zu suchen? Natürlich, also Lotus ist ein Indrik, den suchen wir. Seid ihr euch sicher, dass sie nicht gefährlich ist, wie die anderen auch? Lotus war immer nur zutraulich, sanft wie ein Lamm. Ich habe sie von Hand großgezogen. Sie ist in dem Durcheinander geflohen. Aber alleine wird sie es nicht schaffen. Ich muss Lotus finden, bevor sie verletzt wird. Oder Schlimmeres. Ich kann euch helfen, nach eurem Indrik zu suchen. Oh, das wäre ja geil, wenn wir den als Pet kriegen. So handzahmer Indrik, so ein Hirsch. Warum gibt's den eigentlich noch nicht im Kronenshop? Ich will auch einen Indrik. Warum hat der einen Indrik? Mann. Das ist die einzige Heimat, die sie je kannte. Sie wird nicht weit von hier sein, hoffe ich. Silverweit. Begonnen ungezähmt und entfesselt. Habt ihr irgendeine Ahnung, wie diese ganzen Tiere ausbrechen konnten? Ich war nicht mittendrin, als es geschah. Ich wollte gerade Lotus füttern, als ich plötzlich hörte, wie die Tiere in Aufruhr gerieten. Sie lärmten und warfen sich gegen die Begrenzung ihrer Gehege. Als dann erst einmal die Mammuts ausgebrochen waren, fiel alles auseinander. Totales Chaos. Wonach suchen wir genau? Ich weiß nicht viel über Indrik. Doch, ich weiß viel über Indrik. Die machen voll die coolen Zauberarten und Porten und... Okay, erzähl mal ein bisschen was über die. Indrik erinnern vage an Hirsche. Aber man könnte die beiden nie verwechseln. Ihr Geweih funkelt wie Kristall und ihre Wedel und ihr Gefieder erstrahlen selbst noch bei schlechtem Licht. Als Jeffre ihre Gestalt spann, machte er aus ihnen ein Abbild allen Lebens. Ja, so schön finde ich die auch. Und das ist ja cool. Blux sagt, nächstes Update kommen Indrik als Reittiere. Blux, ich nehme dich beim Wort. Das wäre nice. Also ich glaube, das wäre das erste Mal, dass ich wieder Kronen für ein Reittier ausgebe. Aber nur, wenn es schön weiß ist. Wenn es ein blaues Indrik ist oder ein schwarzes oder irgendwie so, dann nicht. Aber das wäre cool, so setzt man sich drauf, kommen erstmal Blitze, tut man springen, tut es wieder irgendwie Feuer spucken oder porten oder so. Das wäre cool. Ich würde gerne einen Indrik haben. Okay, und hallo Lupina 058, schön, dass du auch wieder da bist.
Als Jifri ihre Gestalt sprach, genau. Warum sorgt ihr euch ausgerechnet so sehr um dieses eine Exemplar? Ich habe sie mit der Hand aufgezogen und ihr beim Heranwachsen zugesehen. Ich will mir gar nicht vorstellen, sie auf diese Art zu verlieren. Und die Königin würde mir das nie verzeihen. Sie und Lotus waren unzertrennlich, bis die Pflichten der Krone nach ihr riefen. Ich habe geschworen, mich an ihrer Stelle um Lotus zu kümmern. Oh, Lotus war das Schoßtier von Königin Iron? Ein Geschenk des Herrschers an seine Tochter, als sie ihm kaum bis zum Knie reichte. Bevor sie Königin wurde, verbrachte ihre Hoheit so manchen Tag damit, gemeinsam mit Lotus durch die königliche Menagerie zu tollen. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen, ich weiß. Gibt es nicht noch andere Wächter, die uns helfen könnten? Ich habe niemanden sonst hier langkommen sehen, aber ich hoffe, die anderen haben es in Sicherheit geschafft. Über einen anderen Ausgang will ich gar nicht lange nachdenken. Wir sollten Hilfe leisten, falls noch jemand in Gefahr schwebt. Jawohl, retten wir den Hirsch. Wunderbar, den Indrik. Ja, das ist bis jetzt ja eine relativ einfache Quest. Tiere ausgebrochen, Indrik irgendwo zu finden. Aber das muss ja irgendeinen Grund haben. Irgendwas muss ja hier noch zusätzlich passiert sein. Man auf jeden Fall hier mal den Löwen platt. Die Löwin, theoretisch, hat ja keine Mähne. Ja, steht sogar Löwin drauf. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Boah, was ist das denn für ein Werwolf? Alter Schwede, ey, der Blucks da, der muss aber mal Diät machen. Da war ja schon kein Werwolf mehr, das war ja schon ein Werbär. Alter, boah, was für ein Riesenteil. Cool, guck mal, wie der sich verwandelt. Da ist er wieder, der Werbär. Hammer. Sehe ich auch so aus. Moment, jetzt bin ich aber mal, jetzt muss ich aber mal. Ihr merkt, ich lasse mich schon wieder ablenken. Da ist er, der R. Moment, ich muss auch mal. Kann ich gerade nicht. Mache ich gleich. Ah ja, ich bin noch nicht auf Ultimate, genau. Suche nach Lotus. Wir gucken erstmal hier im Löwengehege. Oh, die haben ziemlich die Hirsche aufgefressen. Oh, ich bin am falschen, auf der falschen Leiste. Auf der Area Agro Skill Leiste hier. Auf der Vollschnell Cast Leiste. Auf der nicht so sehr Pet Leiste. Sucht nach irgendwelchen Hinweisen. Hier war er wohl nicht. Doch hier vielleicht irgendwo. Oh, da ist ein Mammut durch die Mauer. Und Mammut-Stoßzahnsplitter, die unweit eines Mammuts gefunden wurden. Blutige Elfenbeinsplitter, das beim Durchbrechen einer Gehegemauer starb. Okay, das war wohl nix. Jetzt wollen wir mit Talamor wieder sprechen. Wir kommen hier gar nicht durch. Warum kommt Wanamo? Also, jetzt bin ich auch durch. Wo ist Talamor? Da ist er. Ne, doch da. Blux sagt, wenn du möchtest, können wir das auch holen. Das gibt es in der Marsch der Aufopferung. Bekommst du auch auf Normal. Da muss man nur ein kleines Achievement machen. Ach so, im Marsch der Aufopferung, im Dungeon. Ja, du kennst mich ja. Ich und Dungeon, ne? Nicht im Moment, wo ich am Somerset durchquesten bin. Die nächsten zwei, drei Let's Plays werden, glaube ich, noch durchquesten heißen. Also im Moment leider noch nicht, aber danach können wir gerne drüber reden, Blux. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Ist auf jeden Fall eine coole Veränderung. Und ich guck gleich mal, wie ich aussehe. Ich sehe so aus. Ich sehe nicht so prickelnd aus. Obwohl weiß ist schon geil, ne? Hat dann zwei Schattenwölfe hierbei. Ich sehe schon cool aus. Lass uns mal ein Wolfsduell machen hier. Ist aber. Komm, Werwolf-Duell. Yay. Wie? Ist schon wieder weg? Das gilt nicht. Ich weiß nicht mehr, wie heilen geht. Weißt du, wie lange ich nicht mehr als Werwolf gekämpft habe? Nicht K.O. hauen. Du bist als normaler Typ rumgelaufen. Das gilt nicht. Ich war ein blöder Werwolf. Die können nichts. Okay, aber ihr habt gesehen, schöner weißer Werwolf bin ich, mit zwei Schattenwölfen dabei. Guck mal, die sind immer noch da. Ach, ich bin sogar noch Werwolf. Sehr cool. Man ist ja jetzt lange Werwolf. Eigentlich dachte ich, das geht immer relativ zügig vorbei. Naja gut, mit Wolfhunter hat sich da ja einiges geändert. Ich habe mich noch nicht 100%... Jetzt ist es vorbei. Okay, Talamor. Wir haben hier den Hirsch nicht gefunden. Ich sehe hier keine Spur von ihr. Habt ihr etwas gefunden? Das Mammut an der umgestützten Mauer. Es sieht aus, als hätte es sich den Schädel eingeschlagen. Bei den Sternen.
Ich habe schon wilde Mammuts gegen Gatter anstürmen sehen, aber sie geben meist ziemlich schnell auf. Noch nie habe ich erlebt, dass sich eines selbst umbringt. Nicht aus Wut, nicht mal aus Panik. Na, vielleicht ist es krank gewesen. Das wäre eine Erklärung. Aber es ging alles so schnell los. Es schien sich auf alle Tiere gleichzeitig auszuwirken. Außer Lotus. Sie war verängstigt, aber nicht angriffslustig. Ich hoffe nur, dass das immer noch der Fall ist. Okay, wir sollten weitersuchen und rausfinden, was mit den Tieren hier los ist. Und wo Indrek jetzt ist. Also Lotus jetzt ist. Suchen wir mal nach weiteren Hinweisen. Na, das Mammut wird also das hier nicht aufgefressen. Oh, die sind gerade am Mittagessen hier, die Löwen. Ist so ungewöhnlich, auf einmal mit diesem Area-Zauber anzugreifen und so. Guck mal, ich kann auch blitzen. Habe ich noch nie so richtig benutzt. Zack, habt ihr gesehen? Ist schon nice, wenn man das so öfter macht hier mit dem Blitzen. So bup, bup, bup. Also man kommt auf jeden Fall schneller voran. Aber, nee, so will ich nicht spielen. Das macht doch Spaß. Fupp. Nee, ist klar. Jetzt nehmen wir wieder die... Ach, was ist das denn Niedliches? Eine Echalette. Die von Orsinium. Irgendwo soll ich hier was rausfinden. Ah, da vorne. Hier, verdorbenes Futter. Aha, das Futter ist es schuld. Jetzt wissen wir es doch schon. Ist doch alles klar. Komm, die Quest kannst du schon aufhören. Eine Handvoll blasses, leicht stechendes, riechendes Futter, das aus Lotus Gehege stammt. Lotus hat da bestimmt reingemacht und dann haben die anderen das gegessen und sind irre geworden davon. So. Jo, Glux, lock mal um. Danke, dass du hier warst und schön, dass du mal gezeigt hast, was es für einen riesen, dicken, fetten Werwolf gibt. Der ist am Kontrollieren hier alles. Ich sehe keine neuen Spuren. Sie hat nicht versucht, in ihr Gehege zurückzukehren. Habt ihr etwas gefunden, was uns auf ihre Fährte führen könnte? Keine Spur von Lotus, aber irgendwas an dem Futter in ihrem Gehege kommt mir merkwürdig vor. Hä? Zeigt mal her. Das riecht verdorben. Sieht man auch schon ein bisschen an der Farbe. Es hätte nicht so schnell schlecht werden dürfen. Könnte es das sein, wovon die Tiere befallen sind? Ich habe noch kein Tier jemals so heftig auf verdorbenes Futter anspringen sehen. Und nichts, was derart verseucht ist, wäre durch unsere Untersuchungen gekommen. Ich glaube, dem Futter wurde etwas beigemischt. Wahrscheinlich kurz vor der Fütterung. Von einem anderen Wärter? Nein, das kann nicht sein. Wir kümmern uns um diese Tiere, als gehörten sie zu unserer Familie. Niemand, den ich kenne, würde einer dieser armen Kreaturen auch nur ein Haar krümmen. Geschweige denn so etwas tun wie das hier. Okay, Lotus hat das nicht gefressen, stimmt's? Nein, den Göttern sei Dank. Ich hatte es gerade hier abgeladen, als der Ärger losging. Ich glaube, wo es jetzt so verdorben ist, würde sie nichts davon fressen. Aber ich will es nicht darauf ankommen lassen. Wir sollten weitersuchen. Okay, ich bin bereit. Super, sucht nach Lotus. Wir suchen ihn immer noch. Er ist schon wieder nicht zu sehen. Oh, hier kommt mal großen von diesen Echantere. Ich finde die ja auch cool. Aber die gibt es ja jetzt schon so lange seit Orsinium. So, habt ihr das gehört? Das war. Hat sich an wie gehört wie Ärger. Was hier alle für Viecher rumlaufen. Die sind alle freigelassen worden aus den ganzen verschiedenen Ländern. Ist ja auch mal nice, ne? Dass man einfach mal die Tiere sieht, die man sonst so nicht sieht. Weil sie aus verschiedenen Regionen von Tamriel kommen. Die hier sieht man nur in Orsinium, sonst sieht man die nirgendwo. Oh. Kann also nicht so oft das Fleisch von denen kriegen. Oh, da ist mal ein richtiger Löwe. Endlich mal einer mit Mähne. Ah, weg ist er. So schnell kann es gehen. Und dann haben wir da einen englischen Zuschauer. I want to... Suicide ist eigentlich sowas wie Sewer. Also Sewer hört sich an wie bei mir wie Kanalisation. Vielleicht meint sie Commit Suicide. Aber da sieht man ja schon mal wieder, ne, was die für ein Quatsch schreibt. Also versuchen wir einfach mal Nutzer auf diesem Kanal ausblenden. Mal gucken, wie das geht. Ne? Englisch brauchen wir nicht. So. Aber das ist natürlich das Blöde. Im Chat sieht man es jetzt weiterhin. Ich mag sowas nicht, die erzählt ja eigentlich nur was, damit sie Aufmerksamkeit bekommt.
Und dann müssen wir mal kurz den Chat ausschalten. Und ich glaube, wenn man wieder einschaltet, ist er resettet. Ja, so. Dann hat man auch nicht mehr so ätzende, komische Sprüche. Kermit. Kermit der Frosch von Muppet Show. Okay, abgeschlossen. Findet den Ursprung des Schreis. Rettet die... was? Rettet die in die Ecke gedrängte Wächterin. Ah, jetzt haben wir es. Hier ist irgendwo eine Wächterin in der Ecke. Ah, da hinten. Ich sehe sie. Die wollen wir jetzt retten. Und jetzt läuft es weg. Hallo? Ich versuche die gerade... Wo willst du denn jetzt hin? Jetzt geht's in die nächste Ecke. Ich dachte, ich wäre tot. Wie die anderen. Nein, wir haben dich gerettet. Elise, was macht ihr hier noch? Elise ist eine Wärterin in der Ausbildung. Sie hat Glück, dass wir sie so rechtzeitig gefunden haben. Sie ist noch nicht bereit dafür, ohne Aufsicht mit Tieren umzugehen. Von so etwas wie dem hier mal ganz zu schweigen. Okay, mit dir wollte ich eigentlich gar nicht reden. Warum bist du mir in den Weg gekommen? Ich wollte mit Elise reden. Okay, aber er hat uns kurz gesagt, wer sie ist. Diese Löwen haben sich an mich angeschlichen, als ich abgelenkt war. Ich dachte schon, das war's für mich. Wer seid ihr überhaupt? Irgendein Freund von Taloma? Nein, Taloma hat nur um Hilfe bei seiner Suche nach seiner Indrik Lotus gebeten. Habt ihr sie gesehen? Wie die guckt. Oh, du hast mich gerade gerettet. Das ist aber schön. Er ist zurückgekommen, um nach Lotus zu suchen? Ich weiß, dass er seine Pflichten ernst nimmt, aber das ist verrückt. Ich glaube, ich habe sie beim Trinken am Reflexionsbecken gesehen, aber sie ist schreckhaft. In dem Augenblick, in dem sie mich vorbeigehen sah, flitzte sie auch schon davon. Viel Glück dabei, sie zu fangen. Okay, ihr solltet euch an uns halten. Allein ist es hier draußen gefährlich. Nein, danke. Ich weiß die Hilfe zu schätzen, aber ich bleibe nicht hier, um Indrik durch diesen Schlamassel zu hüten. Ich verschwinde von hier, bevor ich noch als jemandes Mittagessen ende. Ihr solltet das Gleiche tun. Ich komme schon zurecht. Viel Glück auf eurer Indrik-Jagd, Taloma. Lasst euch nicht töten. Elise, wartet! Wir müssen zusammenbleiben! Verdammt. Hoffentlich haben wir mit Lotus mehr Glück. Gut, Reflexionsbecken suchen. Das müssen wir irgendwo finden. Da vorne scheint es irgendwo zu sein. Und wir sollen kurz mal mit ihm optional reden. So viel dazu, die Hilfe anderer Wärter zu nutzen. Ich hoffe nur, dass Elises Begegnung mit den Löwen sie vorsichtiger machen wird. Diese Art von Flucht ist ja wohl kein vielversprechender Beginn. Woher rührte denn ihre Eile überhaupt? Wer war sie? Tut mir leid. Das schien mir nicht die Zeit für eine Vorstellung zu sein. Elise ist eine der Wärterinnen in der Ausbildung. Die Tiere liegen ihr wirklich am Herzen. Aber sie macht diese Arbeit erst 10 Jahre. Sie sollte gar nicht allein arbeiten. Sie muss von ihrem Tutor getrennt worden sein. Erst 10 Jahre. Nee, ist klar. Ist sie immer so barsch? Sie stand wahrscheinlich unter Schock. Elise war immer eine liebe und gründliche Tierpflegerin. Auch wenn sie sich in letzter Zeit etwas distanzierte. Ihr meintet, sie wäre schon 10 Jahre hier, aber sie ist immer noch eine Wärterin in der Ausbildung? Natürlich. Abgesehen von einigen Ausnahmetalenten beläuft sich die durchschnittliche Ausbildungszeit auf 50 Jahre. Wenn wir es nur mit einheimischen Arten zu tun hätten, wären 10 Jahre vielleicht genug. Aber so eben nicht. Jo, das ist doch mal auf jeden Fall eine klare Ansage. 50 Jahre Ausbildung. Jo, da wäre das schon gewesen für uns. Da wäre ich immer noch in der Ausbildung. Noch ein paar Jährchen sogar. Heieiei, nee, besser nicht. Mit dem Geld, das ist schon schön, wenn man die Ausbildung hinter sich hat. Ja, wo haben wir denn das Becken? Wir suchen da. Oh, da läuft sie. Da. Autos, ihr nach.